You're good, Alex. Really good. You think? Yeah. You should become a pro. Really? I'll be right back. Yeah, okay. You're a natural talent. You're way better than us two. I'm gonna be the best. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are. But I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again. Yeah, me too. Come on, let's talk. So, this is home now? Not for long. Catch up! If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. You know what? Let's just leave. Let's get out of here. And you really think Harvey will leave us alone? Junge, Junge, Junge. Catch up! That murdering bastard. Ah, mein Sohn. How the fuck could I trust him? It is what it is. This is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. Linda, any idea where Ray is? Ray? What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Here you go. I love you. I love you too. Did you see my shots? Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going, buddy. Look. I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Can we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Ja, so viel dazu. Mhm. Doch sehr interessant, die Hintergrundgeschichte zu allem. Also, muss man wirklich sagen. Wie oft haben wir das jetzt erwähnt? Schon das eine oder andere Mal. Man kann es einfach mal wiederholen. Ja, es ist schon interessant, ja. Also interessant, das Ganze. Ich finde auch interessant, ist ein interessantes Wort. Also, das muss man schon mal sagen. We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Oh, ja. Eigentlich wärst du jetzt wieder an der Reihe, ne? Ja, aber ich finde Drohnen lustiger. Okay, ja, dann bin ich natürlich dabei. Heißt ja, aber Drohnen könnte natürlich perspektivisch betrachtet schlechter werden. Hm. Ich weiß nicht, wie weit das Relevanz hat. Also ich würde tatsächlich Blaffen doch vielleicht nehmen. Ich biete Blaffen an. And you're gonna stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Just keep coming and coming and coming. That's how we keep you honest. That's right. Glücklicherweise liegen zufällig zwei Helme da. Ja, für den Fall, dass mal zwei Besucher oder so kommen. Muss ja immer vorbereitet sein. Ja, für den Fall, genau. Genau. So. Nice job. I wish I could say the same.
Wer braucht den Scheiß? Wir sind ganze 6 Meter gelaufen ungefähr. sieht der Typ uns noch? Nee, sieht uns nicht. Okay. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. I wasn't. What are you talking about? Relax, tough guy. Ja, du gehst natürlich erstmal auf die Toilette, das war klar. Ja, gewisse Dinge. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? Müssen erledigt werden. Hey! Was ich cool finde, wir sind jetzt ungefähr 20 Meter auseinander und unterhalten uns immer noch auf Zimmerlautstärke. Ja, das ist, bei dieser Baustelle wird viel Wert auf die Akustik gelegt. So, aber wo du gerade mal, ne? Ich muss auch mal. Da würde ich jetzt nicht drauf gehen, du. Da geht auch direkt der Ping runter. Ja. Das ist nachvollziehbar. Was wird hier eigentlich gebaut, um ehrlich zu sein? Würde mich das interessieren? Ich weiß es nicht genau, aber ich tippe mal die Hochhäuser, die wir hier so sehen. Das wäre denkbar, ja. Oder fragst du dich, warum die jetzt hier alle so rumstehen? Nee, nee. Ich wollte das Gebäude schon näher kennenlernen. Ach so. Was? Do you know where your foreman is? Yeah, of course I do. Alter, so schrei nicht so. Like I said, I'm busy here. Okay. Der Kerl ist hilfsbereit. What's your job here? Oh, I lift heavy shit, man. Until my back breaks. Sounds easy enough. You're telling me. Hey, you, where's your heart at? I see you have a walkie-talkie. I'm looking for someone. Oh, yeah? Me too. My damn doctor to fix my back. I can't help you with that. Well, then I can't help you either. Hier ist so ein Kerl, der hat Rückenschmerzen. Vielleicht kannst du dem ja gleich mal helfen. Wait, who are you? Me? Nobody. Have a good day now. Was? Dem kaputten Mann da? Mhm. Was soll ich ihm denn tun? Rückenbrechen oder was? Damn back is killing me. I have to quit this job before I end up a cripple. You gotta lift with your knees, not your back. My knees? Yeah, you gotta bend them, or you'll blow your back out. I've already blown my back out. Ah, right, well, then I guess it's too late. Okay, alles klar. Hey, you wanna try? Yeah! Arbeitet hier eigentlich irgendjemand? Ah, guck mal. Oh, krass. Jetzt kommt endlich mal. Oh nein. Let's do this. 3, 2, 1. Take him down, yeah! Nein. Jetzt muss ich wieder an Call of Duty denken. Nein! Scheiße! Gib auf, du Wurm! Nein! So, 2 Folgen Nein. später. Oh, so, ja, komm schon, komm! Oh nein! Oh nein! Hör doch auf zu wehren, du! Ich werde nicht so einfach aufgeben. Oh, meine Hand tut weh. Ja, wir müssen gleich wirklich ins Krankenhaus wegen Arthrose oder sowas. Sehenscheidenentzündung. Okay, alles klar, ich hab verloren. Moment, hat weg. Come on. Ja, das gibt's nicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Armdrucksimulator. Oh nein. Komm, zieh. Ja, genau, du kriegst es nicht hin. Du wirst es nicht.
Warte, ich muss die Taktik ändern. Oh, Junge, was machst du? Kaffee. Ich schaff's nicht. Ja, ja, ja. Oh. Junge. Alter, jetzt tun wir aber ja, echt die Finger. Come on. 3 Stunden später. Hi, ich dachte, man hätte jetzt gegen den Computer. Das. Ja? Wo denn? Ja, das hatte ich jetzt auch erwartet. Da ist nochmal ein Klo, ich muss nochmal kurz. Achso, ja, okay. Ach, guck mal, wir können sogar gleichzeitig gehen. Das ist ja ein Traum. Oh ja. Tatsächlich hatte ich mal für ein Musikfestival vorgehabt, dafür extra ein Gameboy mit Linkkabel mitzunehmen. Aber es ist dann wieder zugekommen. Eventuell glücklicherweise. Aber nun ja, das auch wieder nur so am Rande. Ich bin ja noch was jünger als du, bei mir geht das was schneller. Ja, Entschuldigung. Ah, hier schläft einer, ist auch interessant. Hey, you know who your boss is? I don't know. I haven't seen him all day. How about you up there? You know where he is? Yeah. Who the hell are you? Don't mind him. He's just scared. Don't worry about that. Just tell me where he is. What is he scared of? Heights? Yeah. Why is it always me up here? It's not always you. Yes, it is. I'll let you two lovebirds work this out on your own. Yeah. Also, wir sollen hier drüben einen Aufzug nehmen. Ja, einmal treten. Betreten. Come on. I can't stand here all day. Ich stehe doch schon hier, was willst du eigentlich von. What is this? What the hell am I looking at? Dipshit, can you explain this shit? Well, yeah, it looks like you just spit it out. It's 2 here. I told you it should be 4. Well, no. What are you, some kind of stupid? I think you misunderstand. You're a fucking idiot. Well, no. Are you an idiot, sir? That's the guy. It's a simple question. No, yeah, I see you. I'm sure we decided on. Fuck it, you're fired. Go home. But, sir. Oh, shit. He's trying to get away. Take these stairs. Yeah. I'll go this way. Okay. Genau, nimm du mal die Treppe, ich nehm den Aufzug. Ja, danke. Du hast Sport gemacht im Knast, nicht ich. Was genau machst du da eigentlich? Du sollst den Bau nicht zerstören. Ja, ich mach hier, wie nennt man das, Parkour. Ach so. Und jetzt? Oh, an dieser Stelle auch wieder diese typische Fluchtlogik. Wieso zur Hölle flüchtet der Typ nach oben? Irgendwann hört das Gebäude ja mal auf. Ja gut, aber dann gibt's halt immer noch den Express nach unten, ne? Ja, aber ob ich den unbedingt nehmen will. So, wo ist er? Der Penner. Ah, da hinten. Boah, wie schnell der einfach ist. Okay, der nimmt den Aufzug, alles klar. Dann nehme ich den anderen. Jetzt noch nicht. Let's focus on finding first. Whatever. Let's go. Okay, Achso, jetzt ist wieder alles easy, ja? Ja, jetzt ist entspannt. Okay, was haben wir hier? Nix. Und noch weniger nix. Beziehungsweise noch mehr. Oh. Also du musst dich schon... Nee, ich bin ja, glaube ich, der mit der Höhenangst, ne? Oder? Ja. Okay, ich dann, du warst das, ja. Dann muss ich mich tatsächlich sehr oft meinen Ängsten stellen. You see him? No.
Das ist korrekt, ja. Kann man, das ist denn hier irgendwas? Nee, das. Welche Container oder sowas? Da ist auch nichts. Let's look around. He's probably hiding somewhere. Ja, hier ist ein geschlossenes Klo. Hey! Okay. Oh, what have gone too far? The fuck have you been eating? Entschuldigung. Na, wer erkennt diese Anspielung? Alter, krass. Ja, das Spiel ist tatsächlich mit einem sehr tiefen künstlerischen Hintergrund untermalt. Ja. Okay, ich schau nochmal ins Klo gerade rein. Hey, oh, Sicherheit. Könnte, ja, hätte ja sein können, dass er sich in der Toilette versteckt. Richtig. Oh, da ist er. Hey, oh, wo ist er? Da. Schade, ich wollte eigentlich noch in die andere Tür. Vielleicht kommst du ja noch da rein. Vielleicht ist er ja da drin. Nee. Okay. Die Tür würde ich vielleicht nicht nehmen. Ist aber auch nicht sehr gut gesichert, muss man an dieser Stelle mal erwähnen. Ja, es sieht alles sehr schön aus, aber danke. Ja, ist ja gut. Er hat es in diesen 20 Minuten, die wir gebraucht haben, immerhin bis da vorne geschafft. Vielleicht musste er ja, wir haben ja jetzt nur gesehen, wie er die Leiter da hochgezogen hat, vielleicht musste er sie ja erst da reinstecken. Das ist möglich, ja. So. Ich tippe mal auf den Kran, genau. Bring it over here. Ja, okay. Wahnsinn, jetzt haben wir auch noch hier das Angelspiel. Do you see him? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. He's gotta be up there somewhere. Wie hat er sich versteckt? Hey, he's heading for the crane. Cut him off. Yeah. Gut, ich gehe erstmal 30 Meter nach unten. Kran starten? Ja, genau. Gut. Mach's ihm einfacher. Ich bringe ihn nur zu dir. Hat doch funktioniert. Ja, ja, alles klar. Sicherheit geht vor. Oh, oh, aua. Du schaffst das da noch, ne? Ich bin gleich da. Ich kann wirklich nicht schneller. Wieso hatte er dich jetzt in der Mangel? Aua. Ja, das hat mich jetzt auch etwas überrascht. Okay, okay. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir hier. Auf einmal hier. Okay, ich lauf hier lang. Ja, genau. Jetzt spielen wir hier Pac-Man. Das war eine anstrengende Flucht. Ich meine, du hast da stundenlang auf deinem Kran gehangen, das war jetzt nicht so anstrengend. Ja, wobei, wenn man bedenkt, dass ich Höhenangst habe. Ach, hör auf zu jammern. Meine Füße. So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay.
Oh, look at this. Whoa! A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if he'll talk or not. Lampe. Lampe klingt schon mal toll. Also Geldbörse. Geldbörse. Wo bin ich? Achso, ich habe auf den falschen Bildschirm geguckt. This should be interesting. Hier. So, und jetzt nehmen wir ihn mal unter das Kreuzverhör hier. Cute kids. Leave my family out of this. That's entirely up to you. Don't you fucking touch them. They have nothing to do with this. Then start talking. Dann versuchen wir es mal hiermit. Time, you'll talk. Oh. Nagelpistole oder Schweißbrenner? Damn it. Ich glaube, die Nagelpistole ist zu sexistisch. Oh. Come on. Start talking. I said start talking. Come on. I ain't saying shit. Fuck you. God damn it. Krass. Bin überzeugt. Hier geht's tief runter. Mal gucken. Ja, stimmt. Wir sollten mal auch mal so wieder die Aussicht genießen. Mhm. Schön hier auf jeden Fall. Willkommen in Los Santos der 80er Jahre. So. Mal gucken. Ich hätte gar nicht erfahren, welche Stadt es ist. Ja, stimmt. So, jetzt pass auf, jetzt kommt Wortspiel. Mal gucken, ob ich mit dieser Brechstange seinen Willen gebrochen bekomme. You better start talking. Oh, fuck. Where the fuck is Harvey? Huh? Shit. How am I gonna talk if you're strangling me? Hm. Great. Grandpa's back again. Oh nein. Ich hab mich festgebackt. You don't have it in you. Ach, doch nicht wahr. Should I demonstrate? Go ahead. Do it. I knew it. All right, guys. All right. All right, you win. I'll tell you what you want. Yeah? Start talking then. All right, calm down, man. Calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He's got a big mansion there. It's the truth. I swear. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Guys! Yeah. Where you going? Don't leave me here! You're crazy, untie me! Guys, come back! Wenn ich so gut Knoten, da ich ja so gut Knoten binden kann, wird er sich auch selbst befreien können, glaube ich. Yeah, we're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait, step aside. There you go. Yeah. Wo hast du den Draht her? I got a contact that might fly us down to Mexico. Der lag da. Ach so. That's good. And I got an idea on how to get those guns. Are we gonna need cash? We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Tante Emma Leben. The gas station? You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, guess there's only one way to find out. Okay, then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing.
I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle mal Feierabend. Das wäre der Cliffhanger letztendlich. Ja. Das ist soweit korrekt, ja. Das ist dann. Darum müssen wir mal nachdenken, welchen Weg wir da jetzt gehen. Ja, da werden wir uns ein paar Tage für Zeit nehmen. Ja. Okay, wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen und wenn es irgendwas gibt, was euch nicht gefällt oder so, scheut euch nicht, das in die Kommentare zu schreiben. Andernfalls würden wir uns natürlich riesig über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und ja, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao. Ciao, ciao.